Na, Marie? Aufgeregt? Überhaupt nicht. Und ob ich aufgeregt bin? Mein Herz rast und mein Magen ist ganz flau. In dem Fall können Sie sich aber ganz vertrauensvoll an mich wenden. Gut zu wissen, Dr. Lindner. Kommen dann später mal in Ihre Sprechstunde. Ja. Du wirst sehen, Marie. Dein erster Tag als Assistenzärztin wird ganz wunderbar. Ja, Thomas Richter hat recht. Noch schöner wird's, wenn mich meine Mutter endlich zum leitenden Oberarzt macht, oder? Alles zu seiner Zeit, Markus. So eine Entscheidung muss in Ruhe gefällt werden. Und heute ist erstmal Marie dran. Stimmt. Und wie sagt der Lukas immer? Diese Coolness hat die Mama vom Opa geerbt. Ja. Ja, weißt was? Und von dieser Coolness, da schneide ich mir jetzt eine Scheibe ab. Dann werde ich ganz ruhig. Denk doch einfach dran, dass wir bald heiraten. Na ja, noch nervöser. Sei bitte pünktlich nachher, Frau Dr. Ecker. Selbstverständlich, Professor Lindner. So, wir müssen jetzt auch los. Sollen wir dich gleich mitnehmen? Ich fahre mit dem Motorrad, danke. Okay, bis später. Bis später. Marie? Sei vorsichtig. Ja. Ach, schau an. Wenn es Augen hätte, dann könnte es Lukas sein. Schon ausgeschlafen? Nur kein Neid. Tschüss, Opa. Marie, für dich. Suchen Sie etwas? Ja, Herrn Borowski, Ralf Borowski. Erdgeschoss, Verwaltung. Ach, danke. Bitte. 170 PS, ein Spritzer, scharfes Teil. Ja, und die einzige, wo ich mit den Beinen noch auf den Boden komme. Ein richtiges Biest. Jetzt ich. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Viel Glück. Ich brauche einen Arzt. Wo bleibt denn ein Arzt? Wir haben hier einen Notfall direkt vor der Tür. Könnt ihr mal bitte jemanden rausschicken? Ja, danke. Ich bin Ärztin. Er hat sich sein Bein mit kochendem Wasser verbrüht. Hallo. Darf ich mal schauen? Schon vorbei. Wie heißt du denn? Florian. Und weiter? Dremel. Wie alt bist du denn, Florian? 8. Was wird das hier, ein Ratequiz oder was? Mein Sohn braucht Hilfe. Wir kümmern uns um ihn, ja? Verbrühung der unteren Extremität, geringe Tiefenausdehnung. Er hat starke Schmerzen. Sein Vater hat ihn gerade gebracht. Hey, Chef. Ich bin Mesut. Ich bin heute dein Pilot. Hm? So, dann starten wir mal den Flug. Alles anschnallen und gut festhalten. Komm. So, ist gleich vorbei. Und Sie fahren mit Ihren Wagen weg. Der Krankenwagen kommt so nicht durch. Florian Tremmel, 8 Jahre, Verbrühung 2. Grades an 5% der Körperoberfläche, Ruhepuls bei 120, ansonsten Kreislauf stabil. Wir brauchen Analgesie und steriles Arbeiten. Irgendwann ist Schluss, Lindner. Ich riskiere meinen Job für Sie, meinen guten Ruf, alles. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht mehr. Herr Borowski, jetzt beruhigen Sie sich. Meine Mutter muss sich bald entscheiden. Sie kann die Stelle des leitenden Oberarztes nicht länger unbesetzt lassen. Ich kann aber nicht nochmal Bewerbungen schlechtreden oder ganz unter den Tisch fallen lassen. Ihre Mutter, die wird langsam misstrauisch. Jetzt tun Sie doch nicht so, als ob Sie das nur für mich tun. Sie haben doch auch ein Interesse daran, dass ich leitender Oberarzt werde, oder nicht? Dann erklären Sie mir, warum das so lange dauert. Was weiß ich? Ich vermute, sie hat Angst, dass man ihr Vetternwirtschaft vorwirft. Sie wissen doch, wie sie ist. Wenn es um ihre Klinik geht, dann muss alles ganz korrekt ablaufen. Ja, machen Sie einfach weiter Druck. Stefan, das gibt's doch nicht. Das... Hallo, Ralf. Was machst du denn hier? Ich, darf ich vorstellen, Dr. Stefan Jung? Dr. Markus Lindner. Was für eine Überraschung. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich muss mit dir reden. Es ist dringend. Entschuldigung. Kein Problem. Ich kümmere mich einfach weiter um meine Patienten und Herr Dr. Jung. Komm rein. Du, wenn es um deine Bewerbung für die Stelle des leitenden Oberarztes geht, dann glaub mir, ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber
Unsere ärztliche Direktorin will lieber ihren Sohn auf die Stelle hieven. Ich fürchte, an dem ist kein Vorbeikommen. Es geht mir nicht um die Stelle. Ich habe sie gefunden. Charlotte. Meine Tochter. Sie lebt. Blutdruck? Systole 110. 500 Finger und 3,2 Milligramm Tentil zur Sedierung. Ich verlange, dass Frau Professor Lindner persönlich sich um meinen Sohn kümmert. Worauf warten Sie? Florian, wir machen jetzt das T-Shirt hoch. Wir bekommen ein paar lustige Aufkleber drauf, ja? Schau mal, so sehen die aus. Ja? Eins. Zwei. Knopfschere. Wir brauchen Ketamin gegen die Schmerzen. Legst du den Zugang? Ja, Tremmel. Ja, hallo, guten Tag. Handy aus. Ja, natürlich, klar. Wie schwer ist Ihr Sohn, Herr Tremmel? Ja, das mache ich. Natürlich. Kein Problem. Ja? Vielen Dank. Was soll das? Frau Dr. Wilson braucht eine Antwort von Ihnen. Wie schwer ist Florian? Keine Ahnung, sowas um die 30 Kilo. Woher soll ich das so genau wissen? Was ist hier los? Ach, Frau Professor Lindner, ich erwarte, dass Sie meinen Sohn behandeln. Und zügeln Sie Ihre Mitarbeiterin. Die Dame führt sich auf, als ob das Krankenhaus ihr gehören würde. Kreislaufstabiler Junge, Verbrühung zweiten Grades. Ich habe ihn gerade verkabelt und die Analgesie ist organisiert. Womit? Ketamin. Raus. Entschuldigung, mein Handy. Wie ist das passiert? Ja, er hat den Wasserkocher umgestoßen. Schwester Henriette, wo bleibt das Ketamin? Ich brauche 8 Milligramm. Es ist kein Ketamin mehr da. Dann holen Sie welches aus der Intensiv. Ist der Junge gegen irgendwelche Medikamente allergisch? Ich denke nicht, nein. Gleich sind die Schmerzen vorbei, dann kümmern wir uns um dein Bein. Der Zugang ist noch nicht gelegt, warum? Den wollte Marie legen, aber die musste ja raus. Ich mach das schon. Frau Dr. Wilson, im anderen Schrank ist auch kein Ketamin mehr. Das ist völlig unmöglich. Darum kümmern wir uns später. Kurz Narkose vorbereiten. Johanna, du willst ja nicht. Hast du eine bessere Idee, dem Jungen die Schmerzen zu nehmen? 10 Milliliter Propofol. Herr Tremmel, würden Sie bitte draußen warten? Ja, aber... Danke. Shirley, sowas darf nicht passieren. Ich verstehe das selber nicht. Ich sorge immer dafür, dass wir genug Medikamente haben. Mesut, bin da zu lahm. Damit sich der Junge an diese Tortur nicht mehr erinnert. Charlotte ist immer noch irgendwo in Haiti. In einem dieser Notlager. Du musst dich irren, Stefan. Ich meine, das kann doch einfach nicht sein. Man hätte uns doch längst informiert, wenn das wirklich... Jetzt schau dir das Bild doch mal ganz genau an. Sie ist es. Ich weiß nicht. Das Kind im Hintergrund ist doch kaum zu erkennen. Sieht wie 1000 andere Kinder aus. Wie willst du so sicher sein, dass das Charlotte ist? Ich bin ihr Vater. Ich brauche deine Hilfe, um sie zu finden, Ralf. Du bist doch nach dem Erdbeben extra in Haiti geblieben. Hast jeden noch so kleinen Stein umgedreht, überall nach ihr gesucht. Stefan, hör auf, einem Phantom hinterherzulaufen. Es ist schrecklich für uns alle. Aber Charlotte ist tot. Siehst du die Kisten? Das sind Hilfslieferungen aus Deutschland. Und hier die Nummer. Die ist ganz deutlich zu erkennen. DE7738SO4. Anhand dieser Nummer kann man die Kiste doch genau zuordnen. Ralf, du schickst schon ewig Hilfslieferungen nach Haiti. Ja, und du hast dort lange Zeit als Arzt gearbeitet. Aber bei meiner Suche nach Charlotte bin ich einigen Leuten unangenehm geworden. Du hast immer noch die Kontakte, um rauszufinden, wo die Kiste herkommt und wohin sie geschickt worden ist. Wenn ich das weiß, kann ich Charlotte da rausholen. Du willst zurück nach Haiti? Obwohl du weißt, dass du diesen einflussreichen Leuten dort auf die Füße getreten bist, ja?
Die haben Millionen an Hilfsgütern verschwinden lassen, während die Leute auf der Straße verreckt sind. Stefan, wenn du dorthin fliegst, dann ist das wie eine Provokation. Die töten dich doch auf der Stelle. Deshalb musst du Charlotte für mich finden. Ich flieg hin, hole sie und bin wieder draußen, bevor die gemerkt haben, dass ich da war. Was sagt denn Isabel dazu? Wir lassen uns scheiden. Aber Isabel war doch immer wie eine Mutter für Charlotte. Der Gedanke, dass Charlotte die Zeit auf Haiti, wir haben es einfach nicht geschafft, dass unsere Ehe das übersteht. Hilfst du mir, Ralf? Wo wohnst du, bis ich mehr über das Kind auf dem Foto weiß? Keine Ahnung, vielleicht nehme ich mir ein Hotelzimmer oder... Du kannst bei mir wohnen. Die Adresse. Danke. Wozu hat mein Freund? Den besten Freund. Danke. Stefan war gerade bei mir. Wir haben ein Problem. Es kann sein, dass Charlotte noch lebt. Verlaufen? Du musst ab heute ein paar Türen weiter ins Ärztezimmer. Aber Schwester Karen, Sie werden mir doch ab und zu noch Obdach gewähren, oder? Weil dir unser Kaffee hier besser schmeckt. Hm? Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und was weiß ich noch. Frau Dr. Egger. Danke, Karen. Wie geht's eigentlich dem Jungen? Den haben sie in Narkose versetzt. Ist es so schlimm? Es war kein Ketamin da und sie mussten ihm irgendwie die Schmerzen nehmen. Henriette sagt, dass die Chefin stinksauer ist. Dazu hat sie aber auch allen Grund. Ich hoffe, das gibt nur Ärger für die Wilson. Muss ich die jetzt Dr. Wilson nennen, wenn ich vor dir über sie herziehe? Ach, du kannst gerne weiterhin all deine kleinen Gehässigkeiten und Intrigen und schmutzigen Details bei mir abladen. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ja, weil du scharf auf die schmutzigen Details bist. Das ist aber schön, dass Sie es hier so nett haben. Frau Büringer auf der 3 wartet auf Ihre Medikamente. Soll ich, oder? Ich bin schon unterwegs. Ist das die Macht der Gewohnheit, dass Sie sich im Schwesternzimmer vergnügen, Frau Dr. Egger? Ich habe hier viele Jahre als Schwester verbracht. Das schüttelt man nicht so leicht ab. Ja, vielleicht hätten Sie sich dann die Mühen des Medizinstudiums sparen sollen und Krankenschwester bleiben? Darüber soll sich doch jeder seine eigene Meinung bilden. Und wird das auch tun, ja. Ich habe gehört, Sie hatten heute schon einen Patienten, bevor Sie das erste Mal die Klinik als Assistenzärztin betreten haben. Ein kleiner Junge mit Verbrühungen zweiten Grades am Bein. Wie schick.
Und das alles in ihrer Motorradkleidung. Beeindruckend. Es musste schnell gehen. Ja, das nächste Mal rufen Sie bitte trotzdem einen Arzt, der über die notwendige Erfahrung verfügt. Und vor allem, der nicht an seiner Motorradkleidung den ganzen Schmutz von der Straße in der Klinik verteilt. Haben wir uns verstanden? Ja. Wir sind nämlich nicht hier, um allen zu zeigen, wie cool wir sind. Klar? Auch das habe ich verstanden. Schön. Na dann. Ach, Herr Siebert auf der 6 hat Verstopfung. Wollen Sie meine Meinung? Sie schaffen das. Vorsicht! Entschuldigung. Ah. Das Biest mit dem Bike. Oder war das Bike das Biest? Ich weiß es nicht mehr. Also ehrlich gesagt glaube ich manchmal, ich bin das Biest. Also der weiße Kittel steht Ihnen hervorragend, Frau Doktor. Wobei, die Lederkombi... Ja, ist mein erster Tag heute als Assistenzärztin. Wow. Und wie fühlt man sich? Nicht so besonders? Mhm. Also mein erster Arbeitstag war damals auch ein komplettes Desaster. Was sind Sie denn vom Beruf? Ja, dasselbe wie Sie. Ach. Ach. Okay. Marie? Ja? Sag mal, wo ist eigentlich das Handy von Herrn Tremmel? Von wem? Herr Tremmel, der Vater, dessen Sohn du gerade behandelst. Ach, ja. Hier. Sein Wagen blockiert immer noch die Einfahrt. Marie, vergiss bitte nicht, wer Tremmel ist. Ja, ihm gehören die zwei größten Seilbahnen hier in der Gegend. Und er sitzt im Verwaltungsrat der Klinik. Er hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Marco, er hat mit seinem scheiß Handy telefoniert, während sein Sohn Schmerzen hatte und wir Informationen von ihm gebraucht haben. Marie, das ist kein Grund, um das Handy einfach zu entreißen. Ich werde mich bei Gelegenheit bei ihm entschuldigen, okay? Weißt du, es ist nur jemand wie Tremmel, der kann viel Schaden anrichten, wenn er einfach einen Kicker hat. Kannst du auch mal irgendwas Nettes zu mir sagen? Ich meine, es ist heute mein erster Tag und Bernheimer hat mich auch schon auf dem Kicker. Würde mich wenigstens küssen. Das soll ja Glück bringen. Besser? Etwas? Weißt du, wenn ich dich hier so küssen würde, wie ich dich küssen wollte, dann würden wir beide hier hochkant rausfliegen. Also, ich würde es riskieren. Wer war denn eigentlich gerade dieser Herr Jung? Jung? Ach, der Arzt, mit dem ich mich gerade unterhalte. Keine Ahnung, den kenne ich gar nicht. Ach so? Sah gerade aber anders aus. Bist du eifersüchtig? Ich liebe es, wenn du eifersüchtig Marie, bist. Marie, was wollte denn der hier? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich in ein paar Tagen den heißesten Arzt der Klinik heiraten werde. Wirklich? Herzlichen Glückwunsch. Kenne ich den? Kleiner Tipp. Beim Küssen muss er noch üben. Das hat ein Nachspiel, Frau Kollegin. Lukas! Ja? Lukas! Ah, Lukas. Du musst mir jetzt unbedingt helfen, schnell. Nicht jetzt, Opa. Aber ich brauch dich draußen beim Holz aufschlichten. Geht, du wirst ein bisschen Zeit um für mich jetzt. Dein bisschen Zeit kenne ich. Ja, also komm, keine Widerrede, komm jetzt. Was fehlt? Das gesamte Ketamin, etwa 10 Packungen. Shirley, wie konnte das passieren? Diebstahl. Bist du sicher? Ja, was anderes kommt dafür nicht in Frage. Ich habe die Medikamentenliste fest im Griff und laut Liste fehlt nur das Ketamin. Wahrscheinlich kann man das Zeug gut auf dem Schwarzmarkt oder in Diskotheken verkaufen. Über wie viel Geld reden wir da eigentlich? Ich habe mal gehört, man kann pro Tablette so 20 bis 30 Euro verlangen. Also rund 1000 Euro. Hast du irgendeine Ahnung, wer dafür in Frage kommen könnte? Johanna, du meinst doch nicht, dass es einer von uns war. Wer sonst? Mach mir bitte eine Liste. Ich möchte mit jedem, der dafür in Frage kommt, sprechen.
In ein paar Stunden trägst du dein Hochzeitskleid. Aufgeregt? Ich trag's doch nur zur Probe. Trotzdem ein toller Moment. Ich würde sterben dafür. Ich habe im Stellas angerufen. Zur Anprobe gibt's Häppchen und Champagner. Seit wann kannst du dir das leisten? Es gibt ja was, das nennt sich Kontoüberziehen. Ja, aber Mädels, ich probiere nur mein Brautkleid an. Macht keinen Junggesellenabschied draus, der kommt noch. Du kennst mich doch. Ja, deshalb sag ich's ja. Na, bravo. Eine Ärztin und zwei examinierte Krankenschwestern für eine Bettpfanne, so mag ich's. Habt ihr nichts Besseres zum Tun? Doch, das tun wir gerade. So, so. Keine Sorge, Oberschwester Ursula. Wir sind voll bei der Sache. Mhm. Das möchte ich euch auch geraten haben. Geh mal, geh mal. Ich hoffe, du hast zu deiner Hochzeit ein paar Jungs eingeladen, die ich noch nicht kenne. Die du noch nicht kennst? Woher sollen die kommen? Vom Mond? Nur kein Neid. Karin, dein letzter One-Night-Stand hat wirklich ein Chaos in der Küche angerichtet, weil Mami für ihn zu Hause immer die Stullen schmiert. Und der davor hatte Schweißfüße. Auf was soll ich da neidisch sein? Meine Typen haben keine Schweißfüße. Die würden es nicht mehr bis zur Tür schaffen. Dann war es ein Parfüm. Und dann immer dieses... Oh, ja. Oh, Karin. Oh, oh, oh. Das ist besser als das leise Brummen, was ich immer aus deinem Zimmer höre. Okay, Mädels, stopp. Time out. Ihr vertragt euch jetzt bitte sofort wieder, sonst lade ich keine von euch zur Hochzeit ein. Für dich springe ich über meinen Schatten. Ich war bei Herrn Siebert. Du warst bei der Verstopfung auf der 7? Die jetzt keine mehr ist. Ah, warum hast denn du studiert, wenn du immer noch unsere Arbeit machst? Damit ich das hier tun kann. Die Zeiten haben sich geändert. Was war das denn jetzt? Herr Tremmel! Ich hab sie schon überall gesucht. Mein Wagen ist verschwunden. Ihr Handy, bitte. Soll ich die Polizei rufen? Kennen Sie den Leiter der Polizeidienststelle Sonnenberg? Jetzt nicht persönlich. Ich schon. Wie geht's meinem Sohn? Da müssten Sie meine Mutter fragen. Die ist. Franz! Ich bin's, Günther. Du, mein Wagen ist gestohlen. Er stand direkt vor der Seeklinik. Was? Abgeschleppt? Wieso hast du das nicht verhindert? Wer hat das veranlasst? Wie? Sag mir nichts. Ja, ja, schon gut. Verdammt, wer ist Dr. Marie Egger? Hey, wie fühlst du dich? Müde. Was ist denn passiert? Du hast dir dein Bein mit heißem Wasser verbrüht. Aber keine Angst, es kommt alles wieder in Ordnung. Du wirst wieder ganz gesund. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das so weh tut. Aber es muss dir doch gar nicht leid tun, Florian. Du kannst doch gar nichts dafür. Jetzt ist doch erstmal die Hauptsache, dass du wieder ganz gesund wirst, oder? Ich wollte doch nur Eier kochen fürs Frühstück. Wir frühstücken doch so gut wie nie zusammen. Ich dachte, du hast dir das Bein mit dem Wasserkocher verbrüht. Wer sagt das? Dein Papa? Kann sein. Stimmt. Ja, ja, ich hab's verwechselt, weil ich noch so müde bin. Wo ist meine Mama? Das weiß ich gerade nicht. Aber ich bin mir sicher, dein Papa hat die schon längst angerufen und sie ist auf dem Weg hierhin. Könnten Sie meine Mama anrufen? Mein Papa hat immer so viel zu tun und der vergisst sowas. Ja, ich erinnere ihn daran, versprochen. Sie sind Marie Egger. Wie kommen Sie dazu, meinen Wagen abschleppen zu lassen? Nun, Ihr Wagen hat die Auffahrt der Klinik blockiert und Sie waren nirgends zu finden. Ich musste von einem öffentlichen Fernsprecher aus telefonieren, weil Sie ja mein Handy gestohlen haben. Es tut mir sehr leid, dass ich auch nur einen Moment angenommen habe. Ihr Sohn könnte Ihnen wichtiger sein als ein Handy. Dafür möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Wenn Sie glauben, dass das keine Konsequenzen hat, dann unterschätzen Sie mich, und zwar gewaltig. Ihr Sohn wartet auf seine Mutter. Ich rufe Sie an, sobald ich Zeit dazu finde. Herr Tremmel, Ihr Sohn wünscht sich, das wäre längst geschehen. Frau Egger, die Wünsche meines Sohnes gehen Sie nichts an. Wie ist das heute Morgen passiert? Was soll die Frage?
Wie hat Florian sich das Bein verbrüht? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Ja, nur dass der Junge eine völlig andere Geschichte erzählt. Sie werden dieses Zimmer nicht mehr betreten. Haben Sie mich verstanden? Ich will Sie nie wieder in der Nähe meines Sohnes sehen. Ist die Hüft-OP gut verlaufen? Sehr gut. Roland hat schnell und sauber gearbeitet. Tja, dein Mann weiß, was er tut. Ach ja, hier habe ich die Liste. Der Mitarbeiter, die Zugang zu den Medischränken haben. Danke. Hast du dich eigentlich schon entschieden, wen du als leitenden Oberarzt einstellst? Ich werde ständig danach gefragt. Johanna, wie lange willst du deinen Sohn noch warten lassen? Bist du der Meinung, dass er schon so weit ist? Er ist dein Sohn. Außerdem rechnet er fest damit. Shirley, du kennst seine Stärken und Schwächen genauso gut wie ich. Was ist deine Meinung dazu? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Aber dich bedrückt doch noch irgendwas anderes, oder? Herr Tremmel wird die unnötige Narkose bei seinem Sohn nicht so einfach hinnehmen. Hm. Naja, besonders nicht, nachdem Marie so ruppig mit ihm umgegangen ist. Ich glaube, es ist besser, ich nehme dich aus der Schusslinie. Was meinst du damit? Du bist für die Medikamente verantwortlich. Der Verwaltungsrat wird sich daran aufhängen und dich feuern wollen. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du kennst die Regeln. Ja, und du? Was willst du dagegen tun? Ich werde dich bis auf Weiteres vom Dienst suspendieren müssen. Das ist nicht dein Ernst. Johanna, du bist meine beste Freundin. Wir kennen uns seit einer halben Ewigkeit. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Nein. Vertraust du mir? Shirley. Dann steh auch hinter mir, verdammt nochmal, und lass mich nicht einfach so fallen wie eine heiße Kartoffel. Wenn ich dich suspendiere, kann ich es wieder rückgängig machen. Wenn du dem Verwaltungsrat zum Opfer fällst, bist du wirklich weg. Die holen dich nicht mehr zurück. Denn das würde bedeuten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Glaub mir, das ist im Moment die beste Lösung. Das ist es nicht. Das ist eine feige Lösung. Mehr nicht, verdammt nochmal. Meinst du allen Ernstes, es macht für mich irgendeinen Unterschied, ob die mich nach Hause schicken oder du? Für mich macht es einen Unterschied. Vertrau mir. Du bist auch meine beste Freundin. Du brauchst ein Bauernopfer. Vielen Dank. Danke. Herr Borowski, sagen Sie mal, was wollte eigentlich dieser Dr. Jung von Ihnen? Ach, nichts Wichtiges. Hat er also nichts mit der Stelle des leitenden Oberarztes zu tun, ja? Nein. Wollen Sie mich verarschen? Ich war vorhin im Büro meiner Mutter und habe mir die Bewerbungsunterlagen angeschaut. Weiß Ihre Mutter, dass Sie in Ihrem Büro rumschnüffeln? Wenn Sie mir so in den Rücken fallen. Was dann, hm? Haben Sie so wenig Vertrauen zu mir? Hören Sie, Lindner. Stefan Jung ist ein alter Freund von mir. Er hat einige Zeit als Arzt in Haiti gearbeitet. Und naja, irgendwann haben seine Frau, seine Tochter und ich ihn dort besucht. In Haiti vor oder nach dem Erdbeben? Wir waren damals mittendrin. Stefans Tochter Charlotte ist bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. Er hat es nie wirklich akzeptiert. Bis heute nicht. Er gibt sich selbst die Schuld dafür, weil es seine Idee war, sie nach Haiti einzuladen. Deswegen ist er hier. Ich glaube, dass er eine neue Spur gefunden hat und will, dass ich ihm bei der Suche nach seiner Tochter helfe. Das wusste ich nicht. Das tut mir natürlich leid für ihn. Sie können mir vertrauen, Lindner. Ich bin genauso daran interessiert wie Sie, dass Sie hier der neue leitende Oberarzt werden.
Erst schleppt ihr meinen Wagen ab, bringt ihn mit Kratzern und einer Delle zurück. Und ich soll dafür auch noch Danke sagen und unterschreiben? Sie können sich Ihr Klemmbrett sonst wohin stecken. Was habe ich alles dieser verdammten Ärztin zu verdanken? Dreimal hier. Ihr Vollidioten, ihr habt meinen Wagen ruiniert. Ihr warten müsst, aber Antonio ist unterwegs einkaufen. Wenn er wieder da ist, kein Problem. Kein Problem, Stella. Tausend Dank überhaupt, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, Marie. Ich hab's versprochen. Ich halte auch mein Wort. Und wir haben ein bisschen mehr Zeit dafür. Prost, Mädels. Wobei, ich hätte das Kleid in München ändern lassen sollen, wo ich es gekauft habe. Ich meine, Stella hat doch genug um die Ohren. Quatsch. Stella macht's gern, die ist doch eine super Schneiderin. Ja. Was macht dich eigentlich so sicher, dass Markus wirklich dein Traummann ist? Das fühlt man einfach. Hm. Wenn du mit deinen Dates so weitermachst, dann wirst du das allerdings nie erfahren. Hm. Ich habe immer gedacht, wenn Markus in der Nähe ist, dann kann mir nichts passieren. Egal, in welchen Mann sich eine Frau verliebt. Irgendwo da draußen gibt's eine andere, die ist sehr froh, dass Hin losgeworden ist. Ich will meinen aber gar nicht loswerden. Ihr seid zusammen aufgewachsen. Fast wie Bruder und Schwester vielleicht. Hast du dich einfach an ihn gewöhnt? Du glaubst einfach nicht an die große Liebe. Ich schon. Lass uns doch einfach beiden unseren Glauben, hm? Ich denke, du glaubst mehr daran wie Marie und ich zusammen. Du gibst es nur nicht zu. Jede Nacht den gleichen Mann neben sich im Bett, ja? Und nie mehr einen anderen Mann küssen, ja? Dabei ist Küssen so wichtig. Auch damit kann ich durchaus leben. Bist du sicher? Jetzt hör aber auf. Karin hat recht. Du musst noch mindestens einen anderen Mann küssen, bevor du dich ewig bindest. Jetzt fang du nicht auch noch an. Ein letzter, alles entscheidender Kuss, bevor es zum Traualtar geht. Ich finde, das hat was. Ihr spinnt ja total. Ein letzter Test. Wenn du den bestehst, dann ist Markus wirklich der Richtige. Jetzt komm schon, wir feiern. Nein. Doch, der dritte Typ, der zu dieser Tür reinkommt, der ist fällig. Warum ist der Kaffee im Schwesternzimmer immer um so vieles besser? Wahrscheinlich mischt Oberschwester Ursula irgendwelche Kräuter mit rein. Herr Tremmel war bei mir. Bei der Behandlung seines Sohnes scheint ja einiges schiefgelaufen zu sein. Ja, Tremmels Sohn ist bei uns in guten Händen. Was ist mit den verschwundenen Medikamenten? Darum kümmere ich mich. Das glaube ich Ihnen gern. Aber denken Sie nicht... Ich leite die Klinik, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es werden Medikamente gestohlen und Sie reagieren nicht. Die Stelle des leitenden Oberarztes muss neu besetzt werden. Und ich reagiere nicht. Ja. Und jetzt benimmt sich Ihre zukünftige Schwiegertochter Herrn Tremmel gegenüber auch noch wie der Elefant im Porzellanladen. Ja, und? Und? Herr Tremmel wünscht jetzt, dass Frau Dr. Egger entlassen wird. So, tut er das. Maria hat das Zeug zu einer hervorragenden Ärztin. Damit ist die Sache für mich durch. Glauben Sie, mir gefällt das? Aber es geht hier nicht um Qualifikationen, sondern um Politik. Und glauben Sie mir, Tremmel wird wegen der Geschichte im Verwaltungsrat Druck machen. Den behalte ich im Auge. Ah, Herr Borowski. Wenn Sie noch Gebäck zu Ihrem Kaffee wünschen, da sind noch Salzstangen. Ich habe Sie nur gewarnt. Kaffee tut mir immer so gut, Oberschwester Ursula. Für Sie immer gern, Frau Professor Lindner. Danke.
Nimm mal noch einen Schluck. Da kommt Nummer zwei. Glück gehabt, Herr Bernix. Mädels, können wir das nicht einfach sein lassen? Nein, wir haben einen Deal. Achtung! Du hast ein Schweineglück. Jetzt geh schon. Los, es geht nicht. Es wird nicht gekniffen. Ich kenne die. Du hast ihn schon mal geküsst? Nein, ich... Willst du lieber den alten Mann da küssen? Der letzte Kuss mit einem anderen Mann als Markus. Oh, ihr seid so kindisch. Mensch, das gehört zur Hochzeit dazu. Also jetzt mach schon, sonst knutsch ich ihn. Motorradfahrerin. Also wenn Sie mit mir essen wollen, der Stuhl ist noch frei. Nein, also ehrlich gesagt habe ich ein kleines Problem. Also meine Freundin, das ist eigentlich eine total dumme Wette. Ich heirate demnächst und meine Freundinnen sind der Meinung, dass... Würden Sie einfach mitspielen? Ja, klar, was soll ich denn machen? Sorry. Danke. Gern. Lukas! Nur Lukas! Jetzt ist gut und gleich ist los. Herrschaftszeit. Und wie hat er geküsst? Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir hören? Okay. Nur okay? Der Saum ist zu lang. Ich muss abstecken. Danke. Also nur okay reicht nicht. Also Mädels, jetzt mal ehrlich, können wir uns mal wieder auf meinen Mann, mein Hochzeitskleid und meine Hochzeit konzentrieren? Danke. Der Kuss hat dir gefallen? Nein. Und wie? Deswegen lenkt sie ab. Ach, sie kann an gar nichts anderes mehr denken. Was seid ihr eigentlich für Freundinnen? Oh, die Besten, weil wir so ehrlich sind. Ah. Was war das? Ein Unfall. Madonna, ich habe nichts gesehen. Ist mit Ihnen alles... Um Gottes Willen, Lukas. Was ist passiert? Lukas ist direkt in meinen Wagen geknallt. Lukas, Lukas, kannst du mich hören? Wir brauchen einen Rettungswagen. Antonio! Wir brauchen einen Rettungswagen, Dorfstraße 1. Marie? Ich fühle keinen Puls. Ich habe keinen Puls. Wir müssen ihn umdrehen. Bist du mir? Da ist überall Blut. Bein auf Zug. Antonio, was ist passiert? Nicht gesehen. Er war plötzlich da. Wo ist denn der Krankenwagen? Der ist unterwegs. Marie, sein Bein blutet immer stärker. Ja, ich weiß. Hast du Puls? Kein Puls. Herzstillstand. Sein Bein. Wir machen einen Kompressionsverband. Antonio, dein Verbandskasten, schnell. Was? Ist er tot? Marie, ich habe keinen Puls. Marie, tu doch was. Kassa. Das wäre doch für dich ein Glücksfall, wenn ich entlassen werde. Marie, halt dich von dem Jungen fern. Der Vater hat dich sowieso schon auf den Kicker. Hat dein Vater da was mit zu tun? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich von meinem Sohn fernhalten. Raus. Du bleibst hier, streng Notarzt. Das ist mein Bruder, der da draußen auf der Straße liegt. Und es ist mein Sohn, halt dich an die Regeln. Ist dir sowas von egal, ich vermittle und Schluss. Was genau ist passiert? Kein Puls, Polytrauma. Alter,
vorher ja Ultraschall, Blut, Kreuz und Konserven.